Kondensstreifen schaden dem Klima erheblich. Bis 2050 wird sich ihr Klimaeffekt sogar verdreifachen. Der Flugverkehr verursacht ja schon horrende CO2-Emissionen und andere Treibhausgase, die das Klima nachhaltig schädigen und die Erderwärmung antreiben. Doch auch die Kondensstreifen, die beim Fliegen am Himmel entstehen, sind nicht ohne. Ein deutsches Forschungsteam hat jetzt herausgefunden, dass der durch Kondensstreifen verursachte Klimaeffekt eben sich bis zum Jahr 2050 verdreifachen wird. Das Problem wird also immer größer. Klick zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos, aber auch bei Breaking Lab. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Um das Rätsel zu lösen, Klicks um Science and Fiction heute in Kooperation mit Breaking Lab. Also, Jakob, übernehme. Sie sehen eigentlich ziemlich harmlos aus, sind aber alles andere als das. Kondensstreifen. Gemein sind damit die langen, schmalen, weißen Streifen, die Flugzeuge am blauen Himmel hinterlassen. Chemisch gesehen handelt es sich dabei um langgezogene Eiswolken. In einer Flughöhe von bis zu 10.000 Metern herrschen etwa minus 40 Grad Celsius. Bei der Verbrennung von Kerosin entstehen Abgase wie Ruß und andere Schwebstoffe, die somit in die Atmosphäre gelangen. Sie werden in der Fachsprache auch als Kristallisationskeime bezeichnet. Denn an diesen Partikeln lagern sich zunächst Wassermoleküle ab, die dann zu Eiskristallen werden. Diese sehen wir dann in Form von sichtbaren Eiswolken. Manchmal können diese Kondensstreifen aber auch zu weißlich fein strukturierten Schleierwolken heranwachsen, die man in der Fachsprache dann als Zirren bezeichnet. Diese können sogar tagelang am Himmel bleiben. Und das bleibt nicht ohne Folgen, denn sie versperren der Wärmestrahlung ihren Weg zurück ins Weltall hinaus. Heißt also im Klartext, Wärme, die vom Erdboden aufsteigt, wird wieder nach unten reflektiert oder halt absorbiert. Die Folge, die obere Erdatmosphäre erwärmt sich. Und dieser Effekt hat enorme Folgen. Diese Wolkenbildung ist ein echter Klimakiller. Deutlich mehr sogar als das CO2, das durch Flugzeuge in derselben Zeit ausgestoßen wird. Und so trägt, nach Schätzung des Weltklimarats, der weltweite Flugverkehr mit etwa 5% zur menschengemachten Erderwärmung bei. Das ist eine Menge und vor allem weitaus mehr, als von der Luftfahrtindustrie immer wieder gesagt wird. Doch vielleicht nicht genug. Genau davor warnt jetzt ein Forschungsteam des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt aus Köln. Denn die Entwicklung des weltweiten Flugaufkommens wird sich aktuellen Prognosen zufolge alle 15 Jahre verdoppeln. Vom Jahr 2006 bis zum Jahr 2050 wird es sich also vervierfachen. In ihrer Studie interessierten sich die drei Atmosphärenforscherinnen vor allem für die Auswirkungen der Kondensstreifen auf die Strahlungsbilanz und den daraus resultierenden Temperaturveränderungen am Boden. Als Basis zogen sie dazu ein globales Atmosphärenmodell heran, das in dem einen Szenario von einer mäßigen Erwärmung der Erde ausgeht und in einem anderen Szenario von einer drastischen Erwärmung. Und das Ergebnis der Fachleute ist erschreckend. Der aktuellen Studie zufolge wird sich der Klimaeffekt durch Kondensstreifen mit dem zunehmenden Flugverkehr bis zum Jahr 2050 etwa verdreifachen. Die aktuellen Berechnungen beruhen auf vielen verschiedenen Annahmen. Unter anderem gehen Fachleute davon aus, dass vor allem der Flugverkehr in Afrika und Südostasien extrem zunehmen wird. Technische Entwicklungen werden in den nächsten Jahren zudem dazu führen, dass der Trend hin zu steigenden Flughöhen geht. Auch das hat Folgen auf die Bildung von Kondensstreifen, denn größere Höhen führen dazu, dass nicht nur der Luftwiderstand, sondern auch der Treibstoffverbrauch abnimmt. Entscheidend für die Bildung von Kondensstreifen ist allerdings auch die Luftfeuchtigkeit. Relativ gesehen würde so in den gemäßigten Breiten weniger Kondensstreifen entstehen, bedingt durch eine geringere Luftfeuchtigkeit. Der aktuellen Studie zufolge könnte sich der Strahlungsantrieb, also das ist die Energie, die von außen auf die Erde kommt, diese Energiebilanz pro Quadratmeter, ja, die könnte sich bis zum Jahr 2050 sogar um 48% reduzieren. Der Anstieg der Flughöhe würde in Regionen mit einer hohen Luftfeuchtigkeit aber für einen gegenteiligen Effekt sorgen. Die Bildung von Cirruswolken nämlich. Auf den Punkt gebracht. Gehen die drei Autorinnen der aktuellen Studie davon aus, dass vor allem über Asien ein Anstieg der Kondensstreifen zu erwarten ist. Fachleute sind sich übrigens bislang noch nicht ganz einig, wie viel stärker sich Kondensstreifen tatsächlich auf den Klimawandel auswirken. Klar ist, dass sich die obere Atmosphäre durch die menschenverursachten Wolken aufheizt. Denn die Kondensstreifen sorgen zum einen dafür, dass die Wärme, die von der Erde aufsteigt, zurückreflektiert wird, wie in einem Treibhaus eben. Doch die Wolken haben zum anderen wohl auch noch einen anderen Effekt, denn sie filtern die Sonneneinstrahlung zumindest zum Teil auch ab und kühlen so die Atmosphäre. Doch welcher Effekt ist größer? Aktuelle Forschungsarbeiten legen nahe, dass die wärmende Wirkung die kühlende im Mittel überwiegt. Dazu Lisa Bock vom DLR.
Die Kondensstreifen sowie ihre Einflüsse auf die Erdoberfläche sind laufende Forschungsthemen. Bisher gibt es noch große Unsicherheiten über die gesamte Klimaauswirkung dieser Wolken, insbesondere bezüglich ihrer Auswirkungen auf Oberflächentemperatur. Aber eines ist klar, sie erwärmen die Atmosphäre. Laut der aktuellen Studie ist es dringend notwendig, emissionsarmes Fliegen durch technische Innovationen schnell möglich zu machen. Denn dadurch könnte letzten Endes auch die Bildung von Kondensstreifen vermindert werden. Denn schließlich hängen Größe und Anzahl der Eiskristalle von den Rußpartikelemissionen der Flugzeugantriebswerke ab. Doch selbst die Reduktion von Rußemissionen könnte längst nicht mehr ausreichend sein. Dazu die Wissenschaftlerin Ulrike Burkhardt. Selbst wenn ein 90%iger Rückgang der emittierten Partikel gelingt, wird es wahrscheinlich nicht ausreichen, um die Klimaauswirkungen von Kondensstreifen auf das Niveau von 2006 zu begrenzen. Die Autorinnen der aktuellen Studie haben zudem eine klare Forderung. Sie kritisieren, dass die Auswirkungen von Kondensstreifen auf das globale Klimasystem bislang noch nicht im Emissionshandelabkommen berücksichtigt werden. Dazu dieser Bock. Es ist aber wichtig, die signifikante Auswirkung von Nicht-CO2-Emissionen wie den Kondensstreifenzirren auf das Klima zu untersuchen. Auch diese Effekte müssen bei der Einrichtung von Emissionshandelssystemen berücksichtigt werden. Ja, vielen Dank, Jakob. Und eine ganz andere Frage ist noch, sind Kondensstreifen Chemtrails? Geht von Ihnen eine chemische Gefahr aus? Breaking Lab mit Jakob hat dazu intensiv recherchiert und die ein oder andere überraschende Antwort anklicken, also hier anschauen und unbedingt Breaking Lab abonnieren. Hammerkanal, es lohnt sich. Bis dann. Bleibt dran.